bis zu einer gewissen Uhrzeit ist das akzeptabel. Jeder möchte gern Spaß haben. Und ab einer gewissen Uhrzeit kann ich auch verstehen, wenn derjenige, der am nächsten Tag aufstehen muss, dann auch Ruhe haben kann. Eigentlich ist das schön, generell. Die Feste sind ja eine schöne Sache. Daher, ich meine, das ist ja nur ein Tag. Ja, das beste Beispiel der Kirmes. Die ganzen Oberkassler beschweren sich auch, oder? Und die Kirmes gibt es auch schon 100 Jahre, oder wie lange gibt es die? Und dann kann man zwei Wochen das wohl akzeptieren, oder nicht? Lärm haben wir in der ganzen Stadt und das lässt sich nicht vermeiden. Also feiern Sie. Um traditionelle Volksfeste handelt, habe ich da gar nichts dagegen. Nee. Und ich finde, die sollte man auch beibehalten. Da finde ich das albern, dass sich die Leute beschweren. Weil es ist mal und das ist ja jetzt nicht ewig. Wenn ewig wäre, so wie eine Altstadt, aber die Leute wissen, dass sie in der Altstadt wohnen. Aber so ein Fest, da geht man eben auch dahin. Das ist ein Problem. Und wir sind ja nun nicht mehr die Jüngsten, ne? Also kann man auch nicht sagen, die Älteren, die können das nicht abhaben, ne? Ja. Also ich denke, dann muss man, glaube ich, abstimmen, wenn das so ist, ne? Dann muss die Mehrheit entscheiden, was dann richtig ist. Aber generell, Fest ist schön. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Jetzt im Frühling gibt es wieder an vielen Orten in Deutschland fröhliche Volksfeste, von der Kirmes bis zur Kerb. Im fränkischen Kahl am Main, da ist deshalb jetzt ein ganzes Dorf in Aufruhr. Die Kerb, seit 1911 Höhepunkt eines jeden Jahres in der Gemeinde, die wurde jetzt so einfach abgesagt. Ein Anwohnerpaar hatte gegen den Lärm von Bühne und Autoscooter geklagt. Ja, und das Gericht gab ihnen recht. In Kahl dreht sich alles um Tradition, um Brauchtum und jetzt auch um Lärm. So kämpfen sie für ihre Kirchweih, die hier Kerb heißt. Abgesagt ist das Fest in diesem Jahr, es ist zu laut, sagen Richter. Ein Anwohnerpaar hatte gegen den Lärm geklagt. Ich verstehe die Leute nicht, weil die könnten dann auch nie in die Kirche gehen, weil es zu laut ist. Die könnten zu keiner anderen Kerb gehen. Ich finde, 3 Tage im Jahr ist es sicherlich anstrengend für die direkten Nachbarn, aber könnte man schon zulassen. Schließlich geht es nicht nur um Spaß. Die 42 Vereine brauchen die Festeinnahmen auch für ihre Jugendarbeit. Und wenn das weg ist, dann ist der Verein, in dem ich bin, in 5 Jahren pleite. Mitten im Wohngebiet liegt der Kehrplatz. Einem Anwohnerpaar ist der Trubel im Juli zu viel. Hier stehen dann Bierzelte, ein Autoscooter und die Bühne. Gläsergeklapper und die fröhliche Dorfgemeinschaft gehen dem Paar auf die Nerven. Sie klagen vor Gericht und lösen damit heftige Diskussionen aus, zu sehen im Internet. Hier ernten die Kläger wenig Verständnis. Das Interesse einer einzigen Familie würde hier über das Gemeinschaftsinteresse gestellt, kritisieren die Internetnutzer. Sie befürchten, wegen der Klage könnte jahrelange Tradition verloren gehen. Volksfeste ohne Lärm, nur 55 Dezibel dürfen sie abends erreichen, am Wochenende 70. Die aufgebrachten Kerbkämpfer kommen locker auf 115. Die Richtlinie sei schlicht nicht einzuhalten, egal wo, sagen die Veranstalter. Die Lärmschutzrichtlinie müssen wir an jedem Platz erfüllen, egal auf welchem Platz ich gehe. Es ist überall dasselbe. Die Politiker beratschlagen jetzt, was kann man machen. Aber wir wollen auch die Bevölkerung auch in Deutschland darauf aufmerksam machen, was wir für ein soziales Problem haben, dass, wenn Leute irgendwo hinziehen, ein Fest ganz alleine platt machen können. Die Kläger pochen auf ihr Recht. Sie drohen sogar mit Ordnungsgeld bis 250.000 Euro oder Ordnungshaft. Ich habe die 250.000 Euro nicht, die Vereine haben die 250.000 Euro nicht und ich gehe nicht dafür in den Knast. Innerhalb von 10 Jahren starb fast jedes 6. Volksfest. Und daran sind auch immer strengere Auflagen schuld, so der Deutsche Schaustellerverband. Die Kahler wollen weiterkämpfen mit einem Gottesdienst und einer Kundgebung. Denn da dürfen sie richtig laut sein.